So, sind wir hoffentlich weit genug weg. Steuerung. Sehr schön. Also mit Steuerung kann man einen Zwangsangriff machen. So, das war Nummer 1. Du, mitkommen. Ja, ich folge. Ja, dann folg mal. Lass dich nicht irritieren von diesem komischen, geisterhaften Ding da auf dem Boden. So, Antonius. Zack, 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 zack. Zweimal gutes Fleisch. Dumm, die dumm, die dumm. Das Dorf ist irgendwie so leer. Ah, da. Ja, ich bin Freund. Komm mal mit. Gehen wir mal in eine andere Richtung, so zur Abwechslung. Jamie. Hey. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. So. Oh, der hat das gesehen. Nicht gut. Aber das kriegen wir hin. So, dreimal gutes Fleisch. Sehr schön. Das wird doch gleich mal verkocht. Eins, zwei, drei. So. Und es wird gleich schon wieder Nacht. Dann schmeißen wir da einfach mal die Pinecones. Ne, die wollten wir aufbewahren. Genau, 60 Stück haben wir inzwischen. Also ja, ich glaube, wir werden nicht mehr allzu viele davon aufbewahren müssen. Für unseren Feuerschild, den wir irgendwann mal aufbauen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob wir wirklich hier bleiben sollten. Das ist einfach zu weit ab vom Schuss. Und mit Schuss meine ich die Bienenkörbe, mit denen ich rumexperimentieren will, und die Steine hier unten. Also ich hätte echt gerne eine Insel, die mehr als zwei Ausgänge hat. Wir könnten halt hier gucken, aber es ist zu gefährlich. Na gut. Machen wir hier erstmal weiter. Jetzt haben wir noch ein, zwei Gras, bevor die Nacht reinbricht. Und morgen, was machen wir morgen? Wir brauchen erstmal keine Spinnenseide mehr. Wir brauchen Fleisch, aber das haben wir langsam wieder im Griff. Also könnten wir eigentlich losziehen und Steine holen. Davor wollte ich nur halt die goldene Pickaxe haben. Und ich denke nicht, dass wir es so schnell hinbekommen. Selbst wenn wir das ganze Gras jetzt verforschen. Da brauchen wir schon irgendwas Besseres. Wir können mal gucken, wie viel das Ratatouille und so weiter an Forschungspunkten bringt. Auch wenn wir eigentlich das Essen gerade brauchen, aber Wir können mal die Axt verfeuern. Die hat nur noch 3%. Mal gucken, wie viele Forschungspunkte die bringt. 33, 34. Okay. Wäre ein Versuch wert gewesen. Einfach nur, um zu gucken, ob die dann vielleicht anteilig berechnet wird oder nicht. Ist auch nur 3%, kann auch weg. Bringst du auch nur einen Punkt? Ja. Pinecones. 1, 2, 3. Und sagen wir mal 1, 2, 3 Kohle. Und die Farmplots laufen doch einigermaßen gut. Irgendwie müssen die auch weniger gedüngt werden. Also vorher konnte ich ja 4-5 Mal Dünger reinschmeißen, so auf Vorrat. Aber jetzt haben wir die hier schon mehrmals abgeerntet und trotzdem nur einmal nachfüllen. Aber gut, das war jetzt 4 Mal Monsterfleisch. Und es kommt trotzdem nur das normale Fleischsuppchen daraus. Das ebenfalls nicht stapelbar ist. Aber gut. Das heißt, theoretisch haben wir gar keine Essensprobleme mehr, wenn wir die Spinnen umbringen würden. Was wir allerdings nicht mehr so leicht können, weil sie nicht mehr in die Fallen reintapsen. Kann man die Federn verkochen? Nee, bestimmt nicht. Spinnenseide auch nicht. Nee. Das können wir verkochen. Das und das und da rein. So. So. Auch wenn sie das wahrscheinlich gar nicht lohnt. Ich denke mal, am effektivsten wäre einfach nur, wenn wir 4-mal Beeren oder 4-mal Samen reinschmeißen. Oder halt ein Stück Fleisch und 3 Samen, 3 Beeren. Aber dass es nicht stapelbar ist, das. Na gut, wir können einfach jetzt ein bisschen Holz hacken. Und nochmal 2 Kisten irgendwo aufstellen, wo da nur fertiges Essen reinkommt. Ja, ich weiß, nachts sollte man keine Bäume hacken. Aber wenn da ein End rauskommt, ist er viel zu groß. Ja, wo ist unser Minerhelm? Ich würde ganz gerne mal hier weglaufen. Da.
Oder wir laufen einfach die ganze Nacht im Kreis. Ich habe mir auch sagen lassen, wenn man genug neue Bäume pflanzt, gehen die weg. Ja, jetzt müssen wir nur in die Kiste mit den Pinecones rankommen. Na gut, es dauert nicht mehr allzu lange, bis Tag wird. Aber der ist echt scheiße groß. Also wir hatten ja schon ein paar davon, aber der ist echt größer als alle. Das heißt, da werde ich jetzt auch nicht versuchen, in Nahkampf zu gehen. Zumal er auch direkt neben unserem Respawn-Punkt ist, eventuell. So, Pinecones? Nein, falsche Kiste. Komm, lauf noch eine Runde. Lauf mal hier in die Ecke. Okay. Wir hätten gerne Pinecones. Alle? Ich habe Shift gedrückt. Ah, super. Schweine. Schweine, 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 Schweine. Komm mal her. Guck mal, da ist so ein großer Baummann. Okay. You go smash. Richtig. Ja. Alle. Oh, ein Schlag tot. Okay. Wir hacken mal ein wenig mit drauf, solange er nicht uns als Ziel hat. Weg, 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 weg. Das ging zu schnell mit dem uns als Ziel haben. Einsacken, essen. So, bist du immer noch aggressiv? Du? Folgst du uns? Nee, tust du nicht. Super. Jetzt haben wir einen Baum neben uns rumlaufen. Also einen nicht aggressiven Baum, aber trotzdem. Ja. Oh, 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 da ist so ein... Genau. Komm, 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 komm. Ja, ich würde gerne meinen Speer nehmen, aber... Komm, 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 geh zu dem End. End, hau mal bitte die Wölfe da. Okay, weg vom Lager. Oh, sind das viele. Weg vom Lager, weg vom Lager, weg vom Lager. Damit wir da noch ordentlich respawnen können. Wo ist meine Rüstung? Da ist meine Rüstung. Also wir merken uns, Rucksack liegt irgendwo auf dem Weg von hier zur anderen Insel. Dann hätte ich gerne meinen Speer. Speer. Und wir haben schon ein paar abgehängt. Und in dem Rucksack war auch unser Essen drin. Unser gutes. Nein, war es nicht. Da ist unser gutes Essen. Nur haben wir keine Zeit zum Essen. Okay, wir haben noch einen Wolf abgehängt. Ein Wolf nur noch. Komm, lauf, 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 lauf. Wir laufen jetzt einfach zur Kanincheninsel. Da können wir einfach den Tag überstehen, hoffentlich. Uns hochpäppeln. Und dann am nächsten Tag die Wölfe, die hier auf dem ganzen Weg verteilt sind, nach und nach umbringen. Übel. Also ja, es werden definitiv mehr. Und es war wohl doch kein Vogel bei dem letzten Wolftrupp dabei. Wenn die Wölfe von oben nach unten laufen, sehen sie nur aus wie so eine Eule. Und warum verfolgst du uns immer noch? Ah, super. Ich höre ihn immer noch. Ich schmeiß mal Fleisch auf den Boden. Oh, das klappt. Sehr schön. Hätte ich vielleicht mal früher machen sollen. So, stimmt. So, also wir haben sie wohl abgelenkt. Hü. Oder auch nicht. Ich höre sie schon wieder. Wo ist unser Lager? Unser Lager ist unten. So, jetzt höre ich nichts mehr. Okay, Essen. 22 Lebenspunkte. Oh, seht ihr das mal nicht? Der mit dem offenen Mund sah aus wie, wie eine Eule. Ja, greif mal die Kaninchen an. Komm schon, Kaninchen. Ich habe hier Schweine-Dingens für dich. Ah, jetzt ist er in der Nähe von unserem Basislager. Das ist jetzt doof. Ne, da kommt er. Ich denke, wir werden den umbringen müssen. Weil gleich wird es dunkel und ich habe keine Lust, die ganze Nacht damit verbringen, immer im Kreis, um das Feuer zu rennen. So, kommst du? So, wir haben 96 Lebenspunkte. Geronimo! Sehr schön. Mann, Mann, Mann. So,
So, jetzt werden wir Kaninchen jagen gehen. Die letzte eine Minute, die der Tag noch hält. Damit wir uns ein wenig hochpäppeln können. Aber die meisten sind schon in die Löcher verschwunden wegen dem doofen Wolf. Und das war nur einer. Übel, übel. Also ja, das Spiel ist doch definitiv ein Zacken härter geworden mit dem Badge. Auch wenn es eine Weile dauert. Und das, obwohl wir jetzt so viel Vorlaufzeit hatten. Ich meine, normalerweise wäre jetzt ja erst Tag 10 oder so. Gut, es wären schon so viele gekommen. Das ist ganz schön übel. So, aber ich sollte mich ein wenig mehr aufs Jagen konzentrieren, nicht aufs Plappern. Sonst kriegen wir kein Fleisch zusammen. Du, stirb. Zack. Samen nehmen wir auch noch alle mit. Haben wir genug Holz fürs Feuer? Ja, haben wir. Wir haben keinen Platz für das Gras. Na gut. Oh, da ist noch ein Kaninchen. Und das flieht, weil es dunkel wird. Nee. Na gut, Holz einmal rein bitte. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht alle auf einmal hinterher. Letztes Mal war es aber nicht so. Letztes Mal sind wir auch vor denen weggelaufen, also vor diesen Trupp Wölfen bei den Spinnen, wo wir die Schweine verloren hatten. Und in der Nacht darauf im Lager ist nichts passiert. Also die warten dann wohl da, wo wir sie deponieren quasi. Das heißt, wir haben jetzt da irgendwo einen Wolf, da zwei Wölfe und hier nochmal zwei Wölfe. So ungefähr. Das ja, wird eine Weile dauern, die alle umzubringen. Zumal wir hier auch keine Schweine haben, die uns helfen können. Aber mit etwas Glück spawnen dann die Schweine hier hinten und räumen schon mal für uns auf. Ich weiß ja nicht, wie das berechnet wird. Also ob das aller Minecraft in Chunks unterteilt ist, wo dann nur der Chunk geladen wird und dann innerhalb dieses Chunks alles berechnet wird, oder ob die ganze Karte durchgehend gleichzeitig berechnet wird. Was ganz schön aufwendig wäre. Müssen wir gucken. Ja, wir können nichts mehr tragen, stimmt. Wir sollten mal das ganze Fleisch verkochen. Die vier Stück. So viel ist das ja gar nicht. So, und jetzt werde ich sehr verschwenderisch sein. Ich werde einfach alles aufessen, weil wir unsere Lebenspunkte hochbekommen müssen. So, also die Auberginen bringen schon mal einen Punkt gekocht. Das ist nichts. Fleisch bringt drei Punkte. Oder mal vier. Also drei bis vier Punkte durch Fleisch. So, das sind schon mal 40. Den Dünger wollte ich nicht essen, das gute Fleisch. 40. 46. Also mal 6 mal 7. Doppelt so viel wie das andere Fleisch. Okay. Und hier haben wir noch zweimal Fleisch. Ich glaube, das esse ich jetzt auch. Denn wir brauchen keine Notfallration hier. Wir haben ja die Kaninchen um uns rum. Nee. Obwohl, so wie ich mich kenne, ist es denn schon Abend. Die Kaninchen sind weg und ich werde trotzdem verhungern. Nee, nee, nee. Das bleibt mal drin. Wir können aber die Samen verkochen. Auch wenn die nur ein, zwei Punkte bringen. Wir sind bei 53. 57. Oh. 61. 2 mal 4. 65. 69. Also die gebratenen Samen bringen wohl immer 4 Lebenspunkte. Außer ich habe gerade recht viel Glück gehabt. Oder sehr viel Pech, wenn sie auch 5 geben könnten. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, wenn wir uns hochpäppeln wollen, sollten wir es mit Samen machen. Weil wir das Fleisch normalerweise ja brauchen, um unseren Hungerbalken voll zu halten. So, diesmal werde ich auch kein Holz hacken. Meiner Cap hat nur noch 11%, ist okay. Speer behalten wir in der Hand, Rüstung ist 74%. Das heißt, wir werden nicht sofort loslaufen und die Wölfe angreifen, sondern ich werde erstmal das Feuer hier ein bisschen am Laufen halten und noch ein, zwei Hasen jagen. Damit wir auf 100 Lebenspunkte kommen. Sonst wäre das echt zu gefährlich. Na gut, jetzt gibt es erstmal einen Cut und in der nächsten Folge legen wir uns mit den Wölfen an. Also bis gleich.